die Sicherung und die Sanierung ist die einzige Chance, um diese sehr, sehr schöne städtebauliche Situation zu erhalten. Abreißen geht gar nicht. Stadtcafé ist ein Stück Charakter von Schobau. Super, wenn es bleibt. Die Idee einer Jugendherberge in Schobau finde ich speziell sehr gut. Das ist wahrscheinlich eine günstige Lösung. Ich begrüße das sehr. Es ist ein Ankerpunkt für Wirtschaft, für Tourismus. In den vergangenen Jahren ist immer wieder bemängelt worden, dass Schobau keine Übernachtungskapazitäten hat. Gerade mit den Veranstaltungen, die auch rund um den Motorsport stattfinden, dass die Leute in die Nachbarorte oder nach Chemnitz ausweichen müssen. Und in dem Zusammenhang, finde ich, ist das ein großer Pluspunkt für die Stadt. Auch die Sportgruppen sind hierher gegangen nach dem Sport, um noch gemeinsam zu feiern oder zusammenzusitzen und zu spielen. Früher war auch Tanz für Alleinstehende im Stadtcafé. Also ich kenne es eigentlich nur als Tanzgaststätte für meine Elterngeneration. Das Stadtcafé ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Schobau. Wir haben uns immer schon sehr bedauert, dass das Objekt so verfallen ist und nicht gemacht wird. Zumal uns ja auch privat einiges verbindet mit dem Stadtcafé. Wir haben ja nur vor 40 Jahren, 5 Jahre hier gewohnt. Wir waren jung verheiratet, es gab keine Wohnung. Von meiner Frau, die Großmutter, war die letzte Eigentümerin vom Stadtcafé. Bei ihr haben wir dann als Untermieter gewohnt. Die war dann schon relativ alt, über 80, und die konnte das dann nicht mehr erhalten, weil Reparaturen anfielen, und war damals schon ziemlich verfallen. So haben wir das 1977 der Stadt geschenkt. Dann haben wir das mehr oder weniger alles als Augen verloren. Aber wir haben sehr viel gehört von der Liebe Anna, wo sie erzählt hatte. Zum Beispiel war hier 1945 die russische Stadtkommandantur drin. Und die ganzen Mieter und Bewohner wurden ausquartiert, mussten ausziehen. Alles Hab und Gut wurde liquidiert, wurde beschlagnahmt. Ich habe ja als Kind schon hier hinten gewohnt. Auch bei der, meine Eltern haben schon mit der Großmutter in der Wohnung gewohnt und wir dann als jung verheiratet. Die Ruhe im Erzgebirge ist eigentlich das Schönste, und die meisten wissen es gar nicht, wie schön wir es eigentlich hier haben. Augustusburg ist ja gleich in der Nähe, ist auch sehr schön, das Schloss. Wormbad, Wolkenstein, Scharfenstein sind viele Burgen. Das Kino haben sie ja vor vielen Jahren weggerissen, leider. Es gibt in Schobau kein Festsaal oder Tanzsaal, wo da auch die Jugend hingehen kann. Es konnte, wo wir jung waren, was da los war, was sie für Bands gespielt haben, von Buddies und so weiter und so fort. Und das ist dann jetzt alles mehr oder weniger gar nichts. Wenn hier eine Jugendherberge entsteht, dann kommen ja viele von auswärts hierher und gehen dann mit entsprechenden Eindrücken zurück. Schobau als Motorradstadt. Es gibt die Enduro Classic jedes Jahr, es gibt eine Gleichmäßigkeitsfahrt und natürlich rund um Schobau die Enduro Deutschen Meisterschaften. Gäste sagen ja mitunter, die Schobauer haben nicht Blut in den Adern, sondern Benzin. Auf der kulturellen Schiene, da haben wir vorhin gerade ein Gespräch mit jungen Leuten gehabt, die da auch eine ganze Menge Ideen einbringen, denen man vielleicht auch als öffentliche Hand dann die Randbedingungen bieten muss. Das ist muss also 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts sein. Und zwar ist das hier der linke Flügel, der Tanzstil. Das ist praktisch hier drüben, das Gebäude. Ja, das haben wir in Ehren gehalten. Das ist das einzige Andenken, was uns von dem Stadtcafé geblieben ist. Tanzstil nannte sich das. Da steht es auch noch drauf hier: Stadtcafé Schobau, Erzgebirge. Erstklassiges Lokal am Platze. Inhaber Otto Löbel. Das war praktisch der Großvater von meiner Frau.